So, und zwar machen wir das da. Beim letzten Mal, ja, das war glaube ich gestern oder vorgestern, habe ich einfach mal Harmonica-Kodexe benutzt und ja, war wieder ein bisschen mit dem Auto, brumm brumm. War es jetzt? Da. Hab nochmal ein paar Harmonica-Kodexe bekommen. Halt. VIP-3-Tage machen wir rein. Dann rennen wir da nochmal alles durch. Das da, das da. Das hier, das hier. Die anderen Sachen kann ich zwar für Inis gut gebrauchen, aber. Ja, kann ich auch jetzt schon raushauen. Mama. Kann schon mal aufhören, mit dem Auto zu fahren. Danke. Machen wir hier wieder ein paar Kodexe rein. Das hier da runter. Und nebenbei die Gaia-Chronik. Das bringt nämlich auch ein bisschen Erfahrung. Und es bringt auch, ja. Jetzt, was bringt's nochmal? Weiß ich, aber irgendwie habe ich gerade mehr Lust auf Aura Kingdom als auf League. Deswegen bin ich auch jetzt auch umgestiegen auf League, auf Aura Kingdom. Auch wenn heute was anderes geplant war. Aber Leute, was soll ich machen? Wenn ich gerade Bock drauf habe, dann soll ich doch das machen. Was schon wieder? Da hat man nicht mal seine Ruhe. Das ist gemein. Okay, ich mach doch keine Gaia-Chronik. Das kann ich erst machen, wenn ich wirklich nichts zu tun habe. Beispielsweise in der Instanz. Ansäften. Das waren auch mal 18 Stück. Montag kann ich nur noch abends streamen. Ich probiere es jetzt eine Woche lang dann um 19 Uhr zu streamen. Für 2 Stunden. Wenn es nichts wird, dann muss ich mir echt was überlegen. Ich habe zu Hause ja noch immerhin meinen Freund, mit dem ich auch noch Zeit verbringen möchte. Und ich möchte nicht. Ich arbeite nämlich von morgens 7 Uhr dann mittlerweile erst. Hat sich nämlich was geändert. Bis abends um 17 Uhr. Das heißt, ich bin wahrscheinlich erst um 18 Uhr zu Hause. Dann noch was essen. Dann streamen. 2 Stunden und dann wieder ins Bett. Und dann alles von vorne. Nee.
Machen wir es raus. Das stört jetzt gerade bei Aura. Mal bei Dungeon Keeper wird es auch stören, deswegen lasse ich es für morgen auch gleich draußen. Und für später, wenn ich dann noch das ein oder andere Video aufnehme, stört es auch. Also mache ich es erst am Sonntag wieder rein. Auch die Level 80. Ich brauche Level 80 endlich. Ist schon echt eine Zumutung. Mit Level 45er bzw. mit Level 1 Equipment rumzurennen. Ja, ja, Ausrüstung. Nur der Schmuck ist das, was mir jetzt noch Schade gibt. Das ist echt eine Zumutung. Wenn ich so überlege, ich habe jetzt gerade noch ein MOBA-Game gemacht und jetzt auf einmal ein MMORPG. Das ist ein extremer Sprung. Och man, jetzt hat sie einen Namen. Wie gesagt, die hieß früher mal ER irgendwas. Das war lustig. Muss man immer im Error Bericht erstatten. Sekunde. Och nee, Sekunde. Ich will kein Weihnachtslied. Obwohl, wer weiß, vielleicht kann ich ja heute Abend nochmal einen Stream machen. Mit League oder so. Vielleicht ist dann ja auch die Kriegsvorsteller dabei. Auch ein Kingdom ist da oben. So. Steinhaut Erdwurm. Oh! Dolchschildset. Das ist jetzt eins der neuen Sachen, die ich jetzt, habe ich bis jetzt noch nie da gedroppt. Übrigens schon die ein oder vorhin, bevor ich den Stream gestartet habe, habe ich mit meinem Main-Charakter was gemacht. Den Dimensionskorridor. Und im Dimensionskorridor war sogar schon die erste S-Level 5er Peitsche. Oder mit anderen Worten, mit Level, die erste Level 105er Peitsche. Witz an dem Ganze ist, hat mit Level 85 angefangen durch die Charakterboost-Karte, aber hat null Ahnung von der Peitsche. Weiß nicht, welche Expertise sie nehmen soll. Die linke oder die rechte. Weiß nicht, welches Element die Peitsche hat. Und als ich dann gesagt habe, Peitsche ist Sturmelement. Deswegen wäre es sinnvoll, mit dem Schaden und allem, was die, die linke Expertise bringt, sinnvoll auch die linke Expertise auf der Linke zu bleiben. Kurz danach war die Gruppe aufgelöst. Ich glaube, da hat jemand komplett falsche Vorstellung von der Peitsche. Vor allem ist die
Katar-Wirbelisch wichtig. Wo ist der überhaupt? Nochmal. Blutpeitsche. Katar-Wirbel hier. Stimmt, das aufs Ziel springen. 2,5 Sekunden Betäube. Ah, stimmt. Damage over time. Plus 4% und. Peitschen wir. Och man. Ich wollte noch was lesen. Ja, dann mache ich halt jetzt. Hey? Verbesserung von der Blutpeitsche und unten steht Verbesserung der Blutschwinge. Ist da höchstwahrscheinlich. Okay. Und hier der Peitschewirbel, der ist halt sehr wichtig. Wobei. Nee, ich bleibe bei der linken. Die linke hat wirklich, finde ich, das Beste. Und die Kombo könnte ich noch ein bisschen anders dann machen. Indem ich das hier und dann drauf springe. Dann je nachdem ein Spell hinterher setzt oder andersrum, das sehe ich ja. Oh, fast 60%. Bald Level 80, bald neues Ausrüstung, neues Equipment. Bald neues Ausrüstung, ja. Ich bin auch so neues Ausrüstung. Ups, ich sollte halt erstmal die anderen noch besiegen. Oh, der war von unten. Okay. Aber ich kann bald das da wegmachen. Die Punkte verwende. Ich finde es mit No Copyright Songs echt gemütlich. Ihr auch? Treff den fliegenden Herzog. Och nö. Das ist jetzt eine der letzten Quests hier auf der Karte. So. Lassen wir die mal schön vorrennen. Ich trinke noch eine Kleinigkeit. Ich das eigentlich mache? Oh nö, geht nicht. Hab schon mit einem anderen gemacht, deswegen. Bin schneller. Oh nö, noch mehr. Ja, was machen die zwei?
macht die ganze Arbeit und die rennen irgendwo rum. Mein Plan ist trotzdem weiterhin bis um 12. Ja, ich mache heute nur bis um 12. Dann habe ich noch mehr Zeit mit meinem Freund, kann beim Kochen helfen. Come on. Ja. Lass mich endlich was machen. Der buggt irgendwie. Besiegt. Yay! Besiegt, gewonnen, geschafft. Und jetzt? Ah. Ich glaube, das war jetzt die letzte Quest auf der Karte. Ich weiß nicht genau. Ach ne, da ist noch einer. Gut. Nein, ich nehme kein Weihnachtslied. Gut, dass ich recht auf YouTube gegangen bin. Wie gesagt, da hole ich mir die No-Copyright-Songs zum Anschauen, zum Anhören. So. So, mit dem Kerl dürfen wir jetzt reden. Dahin. Ah, stilles Eisfeld. Es geht direkt weiter. Okay. Ah, die Maus ist da. Ich will gerade schauen. Komisch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Die letzten Male, die ich sozusagen mit einem Level, mit einem Low Level, sagen wir mal so, hier auf die Karte gekommen bin, wurde dann auch erst auf Level 80. Ne, dann war er erst Level 80, so rum. Ich sollte halt Deutsch reden. Obwohl ich gerne mal ab und zu mal noch einen Mischmasch mache mit. Bisschen Englisch dazu. Dämonischer Speer, da haben wir sie nämlich.
Ups. Komm her. Geht doch. So. Dann kann ich den bald auf 79 machen. Der hat sich schon ein bisschen was getan. Wie gesagt, ich werde die immer nach und nach hochleveln. Jetzt ist halt Apollon dran. Beim nächsten Mal wird Minotauros dran sein. Oder Tamamo. Keine Ahnung. Und, Tamamo. 3 Sterne. Level 60. Ja, dann mache ich glaube ich Tamamo. So. Und hier geht's ans Lager. Das hier holen. Das ist Level 80er. Level 80. Das ist 80. Das ist 85, so wie es aussieht, ja. Das ist 80, das ist 95, das ist 90. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein besseres Equipment. 61.000. Nein, ich nehme kein Weihnachtslied dazu. So, jetzt wo war ich? Ich fahre mal mit dem 61.000 und 65.000 HP. 64 steht da. Okay. 71, 79. Und halt. Schade, 69, 75 auf 79. 79 auf 82. 88 auf 85. 93 auf 93. Yay, passt. Dann geht der Crit-Schade jetzt leider runter. Aber 97 auf 96. 99 auf 100.000. 102.000 auf 108.000. Und hier? Da war doch noch ein zweites Donner. Egal, machen wir Stahl dann weg. 111.000, 107.000. Und jetzt das Beste von allem. 127.000. So, dann haben wir 52 Crit und das heißt, wir können auf Crit gehen. So, jetzt muss ich aber nochmal kurz hier nach hinten. Zu dem Seelsorger da. Und alles nochmal ablege. Und Sockeln. Da. Das war's. Ach, da ist schon was drin. Was ist da drin? Max LP. Ich will aber das hier, Detailschade. Deswegen war die HP so hoch. Was hier entsockeln, was war da drin? Ausweichrate, okay. Will ich aber auch nicht. Gürtel. Was ist denn dem? Angriffsgeschwindigkeit? Okay, will ich auch nicht. Will ausweichen, Detail, hauptsächlich Detailschade. Na. Was habe ich dann? Nein. Sockel, da Handschuhe raus. Was habe ich da drin? Max LP 1%. Schon wieder. Deswegen ist das so schlecht. 3% Genauigkeit war es, oder? Ja. Evilchen. Evilchen. Was habe ich hier drin? Genauigkeit 3 und Leber 1. Da. Crit-Schade 6%. Ja, das Crit-Schade mir lieber. So. Halt, das letzte kommt jetzt noch. Das hier. Die Peitsche. Auf plus 7. Die mache ich noch auf plus 9.
Ja, jetzt bin ich nur bei 109.000 HP. Gut, dann verkaufe ich das Ganze. Das mache ich auf plus 9. Das da kommt dahin. Ja, der Rest brauche ich alles nicht. Einmal reparieren. Das Gaia-Equipment kann ich jetzt wegwerfen. Fashion-Kostüm-Vergabe. Ja. Plus 9. Was gibt es auf plus 9? Ah, Geschwindigkeit. Achso, das da wollte ich holen aus dem Lager. Come on. Komm auf plus 9. Aber hier gibt es endlich wieder eine neue Instanz. Das ist schön. Ich habe nur 40 Minuten für die Karte inklusive Instanz. Ja, sollte funktionieren. Jemand in der Gilde? Nö. Doch, eine. Sehr schön, plus 9. Wie gesagt, da gibt es nichts mehr. Davon hole ich mir welche. Bloß wieder einlagern. Und heilige Vitrine. Ah, plus 7, plus 11. Okay. So. Jetzt kann es weitergehen. Lichtgeist habe ich halt keiner, Anima-Kristall auch nicht, Waffe kommt noch vom Kostüm. Deswegen habe ich auch die hier gelassen noch. Ah, schon besser. Gut, aber auch mit einem, mit dem hier schon ordentlich. Vor allem Genauigkeit gibt es. Ah. Zack. Tot. Also jetzt ist es echt easy. Ich weiß nicht, soll ich mir dann wirklich doch die Nalanis bauen? Das kann ich mich jetzt, da kann ich mich jetzt nicht mehr entscheiden. Da kann ich mich jetzt echt nicht mehr entscheiden, ob ich Nalanis bauen soll. Baue ich eine Nalanis? Ist echt ein Unterschied. Vom Level 1 Equipment aufs Level 80er. Ich hau das alles jetzt so easy down. Gut, von 60.000 Schade auf 227.000 Schade. Das ist eine ordentliche Zahl. Gleiche von 60.000 HP auf 110.000 HP ist auch eine schöne Zahl.
So, dann mit der Reden, mit der Tante und die komische Pilzoger. Kloppen. Wieso leuchten die? Wie gemütlich. Ich habe jetzt keine Probleme gerade. Obwohl doch, Probleme hat man immer. Aber ich jetzt gerade hier nicht mehr. Ach, ist das schön. Wuch, darüber. Danke, dass du mich in Ruhe lässt. Okay, so ist einfacher. Hoppla. Ist was runtergefallen, so wie es angehört hat. Ich mag die Quest nicht. Ist zwar extrem gut, um Expertise zu leveln, aber ist komisch. Das war's schon? Ah, ne. Da, seht ihr, dass die Expertise hochspringt. Ach man, keine Gegner mehr. Hey, was ist denn das? Ein Loder-Elementar. Gesundheit. Puff, der Zauberdrache hat sich gemeldet. Die kann ich schon mal annehmen und da komme ich ja sowieso noch Ewigkeiten nicht hin. Aber dann ist die Karte wieder ein bisschen aufgeräumt, also das Interface. Oder wie man auch das nennt. Och nö. Kannst du dich mal bitte beeilen? Ich habe keine Lust auf dich, schwarzer Ritter. Was habe ich eigentlich für eine Lyra? Halt, da war's. Bewegungsgeschwindigkeit Lyra, okay. Komisch, jetzt bin ich auf 170% bewege. 165 runtergerechnet, 135, 120, dann sind aber trotzdem noch 10%. Hm. 20%. Ja. Wunder. Einmal Bewegungsgeschwindigkeit. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ich hab hier es echt nicht. Vier. 19. 49. Eigentlich habe ich nur 49% Bewegungsgeschwindigkeit. Wo kommen die anderen dann her? Hm. Keine Ahnung.
Ui. Wie viel Zeit habe ich noch für die Karte? 30 Minuten? Ja, sollte eigentlich machbar sein. Wenn ich schon wieder so ewig viele... so Cutscenes kommen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass eine kommt und die wird echt nervig sein. Und zwar... hier oben. Der Weg entlang. Hier wird eine sein, die nervt. Und... sonst glaube ich keine, wenn ich mich richtig erinnere. War schon lange nicht mehr in dem, auf den Karten. Ach, apropos, das können wir jetzt wieder reinmachen. In League nervt es ein bisschen, aber so hier. Hier in Aura Kingdom ist was anderes. So, endlich alle vier. Aber hier gibt es, wie gesagt, endlich mal wieder eine Instanz. Mit dem einen oder anderen bekannten Gegner. Das war jetzt ein blauer und nur noch so einen roten. Da ist ein roter. Und jetzt nochmal hier hoch. Auf die höchste heiße Quelle, könnte man sagen. Und dem Kommandant geben, was er verdient hat. Aber komisch, dass wir so Dämonen, sagen wir mal, töten müssen. Die haben doch eigentlich nichts gemacht. Das sind doch eigentlich auch nur Kreaturen. Wie Menschen. Sozusagen. Och nö. Ich liebe den Bug, ja. Habe ich jetzt schon? Achso, das sind schon wieder andere. Ups. Gar nicht mitbekommen. Ich dachte, ich muss jetzt so. Was war das? So komisches Fett sammeln? Aber war wohl nix. Ach doch, jetzt ist da Bettstücke. Drei sind umgefallen. Drei hat der Wind mitgenommen. Oh.
Yetis. Nicht Yeti, sondern Yeti. Aber man könnte auch irgendwie mit Star Wars da anfangen. Apropos Star Wars, jetzt darf ich die Yetis hauen. Ja, das beispielsweise, die sind eigentlich friedlich, die greifen niemanden an. Wir müssen sie töten. Das ist so unfair. Wie sich das Ganze dann spielt? Weiß nicht. Kann ich nicht sagen. 28.000. Big Oof. Nein, Big Oof. Ach nö. Ohne das kann ich nicht zu dem Teleporter, weil die mich dann sonst verscheuchen. Ja, aber jetzt, wo ich dann davor stehe, nicht mehr verwandelt, dann geht das Ganze. So. Ist echt komisch. Aber man soll ja nicht so viel hinterfragen. Mach ich aber trotzdem gern. Hey, droppt mir das Ding, was ich brauche. Ich möchte nicht so viele von euch noch umbringen, besiegen, töten, was auch immer. Mit der Peitsche schlagen. Halt. Da habe ich mich selber verarscht. Ja, ich lauf schon einfach raus, du alter Mann. Altes. Nee, was bist du? Ein Robotechniker. Ein komischer Vogel. Dann halt ein komischer Vogel. Ich schaue schon in die richtige Richtung. Den dürfen wir nachher besiegen. Gut, in der Instanz halt. Genauso wie den schwarzen Ritter dürfen wir in der Instanz besiegen. Aber das taucht beides wieder auf irgendwann. Hey! Wieso nicht? Och nö. Jetzt müssen wir da das komische Ding da aufbauen.
Das ist einfach nur ein 1 gedrücke. So, geschafft. Deswegen sage ich nervig. So, jetzt bin ich mal gespannt. Warte, das war ein Wald? Ich habe keinen Wald gesehen. Wirklich ein Wald? Naja, ein Wald eher nicht. Also ich finde, es ist kein Wald. Ich finde, dass ich Hunger habe. Darf ich die Schneeberg-Getis hauen? Ach nö, jetzt geht's da hoch. Jetzt habe ich die braunen Getis hauen dürfen, jetzt darf ich die weiße. Okay, dann hau ich halt. Ach, der ist noch nicht besiegt. Okay, jetzt aber. So, jetzt die ganze Schneewehe. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich da war, war mit dem Katar? Nee. Doch, ich glaube, es war Katar, wo ich es jetzt schon mal gespielt habe. Auf die Karte, und auf der Karte war. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Bin sehr lange her. Aber wie gesagt, die Peitsche ist echt schön. Ich habe den Ton von der Peitsche extra aus, weil niemand das Peitschenknallen so lang hören möchte. Beziehungsweise so oft. Ab hier kann ich wieder verkaufen. Was ist das? In this world there's room for everyone. The good earth is rich. Oh. Das war von einem Lied bewusst. Okay. Manche No Copyright Songs sind schon echt komisch. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss, dass es komplett nur No Copyright Songs sind. Weil so ein Scheiß Twitter. Urheberrechtsverletzung wegen dem und dem Lied. Wenn ich das wirklich bewusst auf Urheberrechtsverletzung gehen würde, dann könnte ich es verstehen. Aber ich nehme, wie gesagt, extra No Copyright Songs. Das heißt, keine Urheberrechtsverletzung. Wie viel muss ich noch? Endlich die vierte. Halt das da. Tut der Peitsche ab Level 95, sagen wir 95, Richtung S-Level. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich jetzt die 95er-Waffe nehme
oder die Nalanis-Waffe nehme. Oder aber bei der Fafnir bleib. Es ist definitiv klar, dass ich eine Fledermauswaffe brauche. Da werde ich mir eine Fledermaus dann basteln müssen. Am besten entweder Lyra oder was anderes. Ich glaube aber, dass Lyra von Vorteil ist, weil ich eigentlich jede Klasse bis zum S-Level 5 oder 10 rum mit Lyra spiele. Ja. Keine Ahnung, ich habe irgendwie jede Klasse, die ich spiele, mit einer Lyra hinter dran. Brumm, brumm. Weigen der Berg. Und da bin ich wieder. Hätte ich auch vorhin machen können, aber gerade eben. Aber das habe ich erst gemerkt, als ich schon unterwegs war. Wenn ich so überlege, eigentlich spiele ich sehr gerne nur Fernkämpfer. Aber irgendwie hier nicht. Mit der da will ich reden. Och nö, jetzt kommt das schon wieder. Leute, bitte. Ach, ich darf endlich laufen. Come on, ihr dunkelschwingen Diener. Putz euch alle weg. Oh, okay, zwei nicht. Ja, auf. Komm. Ich schwing die Peitsche. Jetzt muss ich warten, bis das Ganze wieder fertig geredet hat. Wie gesagt, das ist das einzig Nervige, aber was will man machen? Mit dem komischen Milau reden. Da ist der Miltau. Sagen wir Miltau. Der Pokémon Gold, Silber und Kristall kennt Miltau. Der weiß, dass es nervig ist. Kampf beginnen, Kampf beginnen. Ich nehme mir alles, was ich hier finden kann. Ups. So easy habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann reite los. Reite geschwind, kleines. Ach egal. Ich sag lieber nichts mehr. Hinfort, hinfort. Nein, ich habe keine Langeweile. Ich hab Hunger. Eigentlich bin ich so immer nur, wenn ich Hunger habe, wenn ich Hunger habe, ja. Wenn ich müde bin.
Kann schon nicht mehr klar denken, klar reden, klar Schiff. 83. Hundertelftausendsiebenhundertelf. 600 HP zu viel. Hey. Wer gesagt, dass du dich ausruhen darfst? Und du? Ich brauch gar keine Spells, die sind so schnell down. Gut, halt. War ja nur einer. Catch. So ein B-Quarter aufstellen. Yay. Ach, und die Dinger da noch klatschen. Okay. Kommt her, ich klatsch euch. War aber kein Beifall. Dann gehe ich halt auf die andere Seite. Vielleicht habe ich da mehr Beifall. Nö, auch nicht. Schade. So. Da ist die Maus. Och man, ich hab gedacht, ich hab den großen Otter mitgehauen. War aber nicht so. Gut, jetzt den großen. Das war schon schade. Das ist komisch, so ein großes Ding zu klatschen, das fällt einfach um. Hey, ich habe noch 10 Minuten. Das ging aber jetzt flott von der Zeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Level 70 für Froschherz-Ebene. Wieso hängt das jetzt gerade? Wieso hat das jetzt gerade gehangen? Dann wechseln wir hier rüber. Auf das hier. Das wechseln wir auch aus. Und dann rennen wir da gegen die Wand. Okay. Vorstadt einzeln. Ah, Level 80 sind die Bosse. So mit dem Dreh rum. Wieso nicht? Gut. Ja, nur in die Instanz, wenn ich Level 70 bin. Okay. Ich glaube, ich bin Level 70.
Ach nö, den habe ich nicht getroffen. Komm. Dann klatscht Beifall dieses Mal. So, wen haben wir hier? Holgus. Hä? Er hat jetzt gerade gesagt, Olgus steht da. Und er hat gesagt, Olgus, wo versteckst du dich? Hat er den nicht gesehen oder war's? Komm, gut, Siegler. Gerade aufgetaucht und schon wieder besiegt. Okay. Ach, da ist Victoria. Und jetzt dürfen wir Olgus besiegen, aber wir müssen an der Hexe vorbei. Die Bewegungsgeschwindigkeit 270, ja, mit dem Auto hätten wir dann 390. Ach, den habe ich übersehen, okay. Klatsch. Klatsch und Klatsch. Level Beifall. Bisschen Beifall? Ne? Schade. Ja, ich kriege immer mehr Hunger. So, 18. Ja, ein bisschen Lips. Ups. Ja, so ein Mist, wortwörtlich. Holgus, ich hab dich besiegt. Oh. Darf ich endlich... Ja, endlich. Hier nach? Mir hinterher. Ja klar, und der wird nicht gehauen von den Dingern. Das ist unfair. Mal schauen, wie weit ich komme, ohne die Heilung zu nutzen. Oh. Schon wieder Expertise Level up. Mal Schaden. Machen wir das da auf. Das da da runter fürs Erste. Eine Sturmlyra. Wäre eigentlich optimal, aber das deckt sich nicht mit unserem. Wieso eigentlich Blitz? Achso. Dann machen wir jetzt die Heilung. Und es sind sogar noch ein paar Minütchen, noch 3 Minuten. Das passt perfekt. Ich habe dann die Karte fertig. Oh, das war sogar heute Daily Boss Hunt. Thank you.
Die wollte von hier, hier rüber gehen. Aber der war hier vorne. Hä? Keine Ahnung. Dann reden wir mal mit dem. Ah, der ist außerhalb. Okay. Das heißt, ich habe das Ganze gar nicht anschauen müssen. Ernsthaft? Oh Mann. Ohne die Zeit verschwendet. So. Machen wir aber die Peitsche schnell auf. Versuchen wir auf plus 11. Hey. Und sie leuchtet. Noch besser. Jetzt haben wir eine leuchtende Peitsche. Sehr schön. Das sieht gut aus. Halt erstmal hier. Alles verkaufen. Brauchen wir nichts davon. So, und jetzt. War ein bisschen zu weit. Peitsche, Peitsche, Peitsche. Ah, das ist die Sätze. Ach, da ist. Jetzt haben wir sie. Ja, die leuchtet schön. So. Gut. Eternia können wir noch nicht machen. Die ist im Sonnjägertal. Haben wir noch 90 Sekunden Cooldown. Dahin sind wir auf der nächsten Karte. Das passt auch. Ja, perfekt. 12 Uhr. Mit Abraham reden. Aha, jetzt reden wir mit der Victoria wieder. Ist das Fafnirs Bogen vielleicht? Sieht mal danach aus, da auf dem Bild. Hey, noch 3 Level und ich habe wieder besseres Equipment. Glück weit. Eilbefehl. Das hier. Achso, die Geierpeitsche habe ich noch. So, wechseln. Ja. Oh, wo geht's hin? Mortinger Hafen. Yay, jetzt schon. Gut. Und das hier. Annehmen. Nix. Hier rüber flitzen zum Lager, die hier anlegen, ja, das war's. So.
Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Gut, dann machen wir das jetzt so. Die dahin. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Vielleicht geht es heute Abend ja weiter. Sehen wir dann. Bis dahin. Entweder bis heute Abend oder bis morgen. Euer Rio.